going funky. Go funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gonjo. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Act 4 Video. Mal sehen, ob wir jetzt in dieser Folge überhaupt ein paar Gegner finden oder nicht. Ja, schon gut. Ich kann mir bald die Ding-Rüstung kaufen, die 7%-Rüstung. Da bleibt mir am Ende noch so um die 150er Kanne übrig. Da muss ich noch ein bisschen traden gehen. Ne, bleibt so über 200er Kanne noch übrig. Trade ich dann noch ein bisschen, da hole ich mir noch einen gescheiten Stab. Wahrscheinlich von Unur, oder wie der Typ auch noch heißt. Kann man auch vielleicht auch noch runterhandeln, 500er Kanne. Der Stab ist ziemlich gut. Ja. Ich muss aber das Gold von SV auf S1 übertauschen. Wenn mit. Dann geht's ab. Jo. Nee, das ist nicht der. Ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt Gegner gibt's oder nicht. Es gab noch lange keine Videos von mir. Warum? Ja, wie gesagt, Akt 4 ist langweilig geworden und. Ja, was soll man denn schon hier tun? Scheiße, ist weg. Ist. Ich habe auch jetzt auch meine erste Prüfung geschrieben. Sozusagen die erste Lehrlingsprüfung vom ersten Lehrjahr. Dann in der zweiten Lehrjahr gibt es auch noch eine Prüfung, die heißt dann die Zwischenprüfung. Das war die Leistungsfeststellung, wo es für mich auch eine Prüfung war. Das ist genauso lang, keine Ahnung, warum die es Leistungsfeststellung nennen. Und dann gibt es halt die Zwischenprüfung, die kommt dann im zweiten Lehrjahr. Und dann die Endprüfung im dritten Lehrjahr. Die habe ich eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Sagen wir, ich würde dann mal so schätzen, in Praxis so Note 1 bis 2. In Theorie zwischen 1 bis 3. Sagen wir mal 2, 2. Also 2 mal eine 2. So, ich würde sagen so 1, 2, 2. Ja, meine Noten waren auch ziemlich gut eigentlich. Also ich sag nur, Notendurchschnitt war 2,4. 2,4 war der Notendurchschnitt, also Notendurchschnitt einfach auf abgerundet, also auf 2,0. Und ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Wieso gehen die da schon mal hin? Ist doch jetzt 20 Uhr. Erst um 20 Uhr. Oh, fuck, da greift mich jemand an. Oh fuck, da ist Engel 08 und sowas. Hui. Au. Oh. Hi. Nein, ich bin in deiner Aufnahme. Warum schreibst du mich jetzt an? Nein. Hi. No, perfekt. Ah. So. Na, wie geht's deinem? Ja. Also hab auf S2 122k. Ich bin gerade in einer Aufnahme, das ist aber nicht gut. Machen wir auf einen Stark. Okay. Aber du gibst First. Okay. Ich kann das Gold auch gerne zeigen, wenn da hört mich eigentlich nicht. Jo, ich mach dann aber wieder einen Dialog mit. Jo! Passt. Okay, komme. Ja, Mimi. Und ich. Es war eine Akt 4 Folge, aber ich werde jetzt immer so welche Folgen machen. Ich nehme einfach auf, was ich gerade mache. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ihr könnt es mal unten in den Kommentaren hinschreiben, ob euch sowas gefällt. Jetzt muss ich leider da jetzt, jetzt dahin. Und, ja. Vielleicht kann sein, dass ich jetzt was einblenden muss, weil ich finde, ich sehe, ja. Ja, ich weiß ja, also, ich hoffe, ich muss meine Daten da nicht wieder eingeben oder so. Gehen wir mal erstmal aus Akt 4 raus. Das muss man immer machen. Das ist eine halbe Akt 4 Folge. Na, warst du das vorhin
auf S2. Ich bin mir echt nicht sicher, ob der das wirklich auf S2 war. Auf S2. Also. Boah. Naja. Da habe ich gefragt, wo du auf S2 bist. Und da hat einer geschrieben, dass sein Opa im Krankenhaus ist. Warst du's? Ich glaube nicht, dass es war. Ich hab. Leute, niemandem vertrauen. Ach so, nee, war ich nicht. Ah, okay. Okay, wie ich's wusste. Leute versuchen immer zu betrügen. Da ist der Imite-Bro. Dann Imite-Bro. Hihihihi. Wie war das mit SE plus 10? Du Wichser! Ja klar, nein, du bist kein Wichser, aber. Ja, ich muss ihm das jetzt nicht auf S2 zeigen, weil. Ja. Also ich tausche nun mit ganz schön Gold. Okay, das mach ich mach dann auch noch einen Screen. Also ich tausche. Ja, ich habe ein Video, das ist noch mehr wert als ein Screen. Und er gibt mir 120 auf S2 und ich ihm 120 auf S1. Ich gebe First. Bin einverstanden. Bin einverstanden. Wir tauschen das Gold auf einen Schlag, richtig? Ja. Ja, er weiß es hier nicht. Alles klar, ja, es geht jetzt. Ups, scheiße. Ja. Bin einverstanden. Oh, sorry. Ich hatte gerade. So, komm eben an. Dann S2, schnell 1, oder? S2, ich sag schon S1. Ja, aber ich habe ja keinen Sandbox hier. Aber er vertraut mir. Weil er hat mir am Anfang First 10 gegeben, 20, dann hat 30 und danach den Rest halt dann. Und das ging dann eigentlich. Ich kann aber gar keine Leute betrügen. Ich weiß nicht, das geht einfach nicht. Also soll ich euch sagen, ich habe den einen Typen 88, nein, 87 AK gegeben auf S1. Da hat mir 122 AK auf S2 gegeben. Jetzt tausche ich die 122 AK rüber gegen 122 AK auf S1. Also habe ich somit einen Gewinn von, was denkt ihr? Könnt ihr rechnen, 87 AK auf S1. Du weißt, du nochmal auf S2. Kampfmönch. Kampfmönch. Ja, mit Sonderzeichen. Ja. Du weißt, hab kein Sandboxi. Okay, gut. Dann tausch mich jetzt an. Jo, es kommen jetzt ein paar Leute. So, dann habe ich jetzt mit ihm jetzt getauscht. So, jetzt komme ich jetzt auf S2. Oh, jetzt muss ich erstmal. Oh, scheiße, ich habe nicht geguckt, ob. Ich überprüfe immer zweimal nach, ob das Gold wirklich so stimmt, wie es mir gegeben hat. Ich habe dann jetzt einen Gewinn von 40 AK dann. Ups, ich muss jetzt. 353 AK, okay. So, jetzt muss ich wieder zurück. Auf. Genau. Aber darf mich da jetzt nicht wieder einfach gleich antauschen, weil sonst. Ja, passieren ja Sachen. Ich würde auch gerne streamen, aber es geht nicht. Imite Pro YouTube ist das?
So, ich bin gerade am gucken, ob das jetzt ist. Es ist aber, ja. 922. 1, 2, 3, 4, 5, 6. IMIT Pro. Genau, 122. Danke. Ich mach's dann nochmal und dann, naja, muss noch Sachen verkaufen. Schreibe dir dann Notiz. Naja, noch so circa 300 kk, noch so circa. Und dann mehr, mal sehen. Nice. Ja. Immer her damit. Jo. So Leute, das war's jetzt auch mit dieser Folge. Leider keine volle Aktivfolge, aber ja, viel Spaß am Zocken. Lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.